Hallo. Wo ist die Power? Ich brauche eure Power! Wir gehen rein. Wir gehen rein. Hier wird nicht geschnackt. Oh Gott, ich würde ganz ehrlich irgendwie fucking Antibiotika. Wie heißt das nochmal? Steroide genommen oder so. Okay, komm mal. Let's go. Let's go! Concentration across the nation. Warte. Weiß ich nicht. Ich habe alles geplant, nur den Namen nicht. Ah, Mann. Power Donny. Nee. Chat. Sagt irgendwas? Nee. Bandado. Bandado. Es geht los. Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr alle da seid. Heute habe ich eine Mission. Heute habe ich etwas wieder gut zu machen. Heute wird die offene Rechnung beglichen. Dieser Mann, der hier sitzt, gibt heute alles. Zumindest für die ersten 3-4 Gegner. Und da ist mal Schnauze halten angesagt heute. Und ihr werdet euch wundern und denken, was ist denn hier los? Ich werde ja gar nicht unterhalten. Doch, mit Skill. Und dann Betsu die Schnauze gehalten. Und ich bin jetzt gerade voll auf 180, deswegen, let's go. Wir haben trainiert. Ein bisschen reden muss ich, sonst werde ich verrückt. Aber ich bin jetzt voll konzentriert. Ich gucke nicht auf Chat. Ich weiß, es ist geil, dass ihr da seid, aber ich bin jetzt vollkommen in the game und muss ein bisschen irgendeinen Scheiß währenddessen labern. Weil sonst werde ich verrückt. Ich habe überlegt, ich mache die ersten 10 Minuten einfach nur, weil es geil, weil es wahrscheinlich witzig gewesen wäre oder halt unterhaltsam, wenn ich wirklich nichts sage. Dann habe ich mir gedacht, das halte ich nicht aus. Das ist ein zusätzlicher Faktor, zusätzliche Challenge obendrauf brauchen wir nicht. Aber ich bin jetzt wirklich hier mittendrin. Let's go. Lockig. Nee, Pagenschnitt. Geil. Grau. Let's go. Also, Bandit, Generalschlüssel. Let's go. Wir haben einen Plan. Wir haben trainiert. Etliche Male. Wir gehen rein. Komm jetzt! Mich lauter machen. Kabel nervt. Okay, cool. Let's go. Let's go, let's go, let's go. We can do this. Ich werde jetzt einfach irgendwas sagen, um mich abzulenken. Das ist mein Ding. Ich bin der Donny, ja. Ich geh dir leider hoch mit meinem Tanga. Ich hab ne geile Frisur. Ich seh ein bisschen aus wie ein Priester mit geilem grauen Haar. Ich lauf zu dem Feuer und ich entfach es, denn ich bin der Tanga-Mann. Okay, gut. So. Zu viel Energie. Komm runter. So viel drüber nachgedacht heute über diesen Run. Es ist so weird, dass es gerade stattfindet. Ich muss jetzt einfach mal die Schnauze halten. Als wäre ich alleine. Ein bisschen. Nee, als wäre ich normal. Trainingsrun. Ach, halt's Maul einfach, spiel einfach. Hab ich's aufgenommen? Hä? Nee. We can do this. Wie ist der Sound für euch? Kann es sein, dass das Game ein bisschen lauter muss? Nee, ich glaube, müsste passen, wa? Nee, passt. So, alles cool, danke, Tim. Oh, and this.
das Ding noch holen, ne? Jupp. Sonst kommen wir nicht nahe durch die Türe, sage ich dir ganz ehrlich, ja. Wenn du nahe durch die Türe willst, brauchst du einen Schlüssel, ist ganz normal. Boah, ich, mein Herz! Mann! Ah! Es ist. Wir haben so viel trainiert, ey. Aber es ist trotzdem jetzt das Game Time, Alter. Na gut. No risk, no fun, ha? Huh? Entspannt, alles gut. Nee, ich mach ganz entspannt. Leute, ich mach ganz entspannt. Macht da kein Risiko. Unnötig. Ich hole mir noch den letzten. Das letzte Stück Energie. Kein Estus verbrauchen jetzt. Ich mach wirklich mega safe jetzt den ersten. Auch mit. Ja, einfach safe. Das ist nämlich der erste. Der ist eine ziemlich große Hürde, so für die Psychologie auch und so. Und dann passt es schon. Vertrau auf deine Skills, Dani. Ja, Chat, ich bin da. Also, wir reden nachher ein Stück. Ich gucke dann auch ein bisschen interaktionsmäßig, aber ich muss jetzt wirklich gerade diesen Tunnel fahren. Das ist wirklich. Nicht nachdenken, let's go. Nur mal sicher einfach, warum nicht, weißt du? Genau, der Schlag ist heftig. Oh fuck, ich muss abhauen tatsächlich. Das gibt's doch nicht, ey, wirklich. Das war jetzt einfach so dumm. Ich bin so aufgeregt einfach. So easy, tschüss. Alter, das kann nicht wahr sein, was dieses DL-Duo mit mir macht! Da habe ich fast verkackt, ey, wegen diesem fucking... Egal, nicht drüber reden, alles gut. Ich war ja total ruhig, alles cool, bin extra zum Heilen noch weg und merke halt, der macht ja manchmal diesen von oben und hab dann erst, dann vergisst man ja schnell, wie viel Damage der macht. Diesen von oben, wenn er frontal trifft mit der Keule. Mann, 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 ey. Egal, alles gut. 5 Punkte im Sack. Boah, hier ist gar mal ganz schlimm nach dem ersten Boss. Da gehe ich ja ganz vorsichtig, weil ich richtig. Ich bin so unter. Man merkt das Adrenalin so krass. Ich habe es die letzten Runs immer gesagt. Ich kann es euch nur einfach beschreiben, was ich fühle. Vielleicht von Typ zu Typ anders. Man hat dann auch ein bisschen Tunnelvision. Also wirklich, man ist. Der Adrenalin, der kickt einen so ins Maul rein. Deswegen habe ich Tee heute. Unmengen vorbereitet. Okay, einmal durchatmen, Leute. Alles gut. Kann nicht glauben, dass dieser Schlag gerade so knapp war, Leute. Ich war beim Wegrennen, ne? Also wirklich, habe ich kurz gedacht, wenn er jetzt nochmal die Attacke gemacht hätte und es hat auch sein können, dass ich dann tot wäre, ne? Also, aber ich darf jetzt nicht so negativ denken. Ist ja alles gut gegangen, aber ich wollte es nur mal... Vielleicht für die, die es nicht checken, das war tatsächlich knapper gerade, als es aussah. Let's go. Erste große psychologische Hürde. Over. Ja, also auch lieben Gruß an alle Zuschauer, die hier sonst nicht so sind.
Ah, für euch vielleicht zur Info, wir haben auf jeden Fall in letzter Zeit wirklich auch mal trainiert. Und die Runs liefen okay. Also ich glaube, die letzten beiden Runs waren immer so über 50 Punkte und dann haben wir abgebrochen. Das war einfach immer nur so ein bisschen das Early Game verinnerlichen und so. Und ja, aber ich merke gerade, ich darf nicht so viel reden. Nee, wir reden jetzt nicht viel. Ich wäre gerade fast in den Abgrund gelaufen. Okay, nee, ist kein Abgrund, aber okay. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir schnacken dann nachher. Ziel ist erstmal 13 Punkte und dann wird geredet. sonst komme ich hier nicht klar. Kein Backstab, okay. Wow. Nö. Zwei von den 10 Estus vom Firelink Shrine sind weg. Nicht so gut, aber lieber nochmal. Ja, ich bin nervös auf jeden Fall. Also sehr nervös. Aber kriegen wir hin. Aber ich glaube, das war eine gute Entscheidung gerade. Eigentlich ist es gut. Spricht gerade eigentlich für, dass ich gerade ruhiger werde. Da muss man manchmal halt einfach dann. Hast du den Parry nicht gekriegt und manchmal hast du Pech mit. RTS und dann macht er halt diese eine, wo er so komplett ausrastet, Attacke, und die ist gefährlich an dem Witt-Stand, den ich jetzt gerade habe, und dann hau ich halt ab lieber. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das war gut. So, hier erste tricky Situation beim Training, ist die manchmal komisch, weil der Typ halt immer schmeißt, und ich glaube, ich gehe jetzt diesmal einfach das. Naja, okay, ich lock ihn. Sehr gut, haben wir im Training nie gemacht. Weil der ja sonst immer nur wirft, dann kann man nicht parryen. So kann man es auch machen. So, sehr gut. Weil wenn man auf den zurennt und der sich nicht parryen lässt, dann manchmal kommt man nicht an ihm vorbei und dann ist man lock-on und dann fällt man schnell runter, weil der zweite immer kommt dann noch. So. Nächstes Ziel, Black Knight. Ein Drache! Patrick, ein Drache! Drachenburger! Können wir Pech haben? Ja, alles gut. Dann hole ich mir gleich die Bomben unten, die nutze ich ganz gerne bei der Zitadelle oder Kapelle oder was auch immer das heißt, wenn man die ganzen Hollows locken muss für den Channeler. Löse ich gerne mit Brandbomben. Und da wir ja mit den Regeln spielen, keine Pfeil und Bogen und sowas, ist das eigentlich ein ganz cool probates Mittel, finde ich. Oh, Tritt nicht geklappt, abhauen, ne? Wenn der Tritt manchmal ist ein bisschen tricky bei Dark Souls, ich weiß nicht, wer eins im Chat, wer es kennt. Ja, okay, ciao. Treten ist in diesem Spiel einfach scheiße. Muss man ganz klar sagen. So, jetzt aber nur fürs Protokoll. So. Dann gehen wir mal zu unserem Mann.
Nochmal 10. Thank you kindly. Thank you kindly. Thank you kindly. I normally sing in a group called The Streets. Do you know that band? It's really great. We had like loads of hits. Thank you kindly. So, leveln. Ich sag's, wie ist, Leute, ich hab einen übel heißen Kopf. Ganz entspannt, wir sind auf entspannt. Ich bin auf entspannt, aber ich merke gerade, ich habe die ganze Zeit einen übel heißen Kopf mit diesem Bandana. Vielleicht kommt er nachher wieder zum Einsatz, aber gerade habe ich zu viel Blut in meinem Kopf. So. Ups, sorry. Nummer nein da, geh nochmal nein. Nein, nein, nein. Geh nochmal nein, geh nochmal nein, geh nochmal nein. So, jetzt haben wir das gemacht. Dann haben wir noch Humanities. Humanité. Yep. Dann jetzt wieder erste nochmal tricky Situation hier. Concentration across the nation, please. Hallo, ich bin dein Gegner. Komm und. Oh! Den vergesse ich jedes Mal! Bitte, schnell, schnell, schnell! Nein! Nein! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Nein! Fuck! Ey, das ist... Ich könnte heulen, ey. Ich habe genau das gestern gesagt beim Trainingsrun. Genau das, dass dieser Wichser von unten noch hochkommt. Und ich vergesse den jedes Mal. Und jetzt ist es... Oh, ey, Leute, ich... Es tut mir so leid, ey. Ich habe so trainiert, ey. Ich habe so viel trainiert. Was soll ich machen, ey? Das ist echt zu kotzen, ey. Das ist... Ich könnte echt heulen, ohne Witz. Ich weiß, dass der kommt und ich war irgendwie, warum habe ich den vergessen? Weil ich weiß genau, da ist man in der Zwickmühle mit dem Agro-Ziehen, die schmeißen die scheiß Bomben und ich schwöre euch, gestern noch im Training passiert genau diese Situation fast und ich sag noch, da wären wir jetzt gestorben, hätte ich es nicht hingekriegt. Ich mach mir, oh Mann, ey, ich habe einfach keinen Bock und dann labern die mich wie alle wieder an, dass ich es nicht hinkriege, ey. Ey, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid. Es tut mir einfach nur leid. Ich habe euch im Stich gelassen. Ich habe mir echt... Hier klingelt es. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, ob das hier... Wer ist das? Ja, hallo? Ah, nee, jetzt darf ich dich auf Lautsprecher machen. Ah, hallo. Gestorben bist. Ja. Und ich wollte dir einfach mein Beileid und meine Gefühle rüberschicken, weil ich bin ja auch heute gestorben. Vor dir. Sei mir jetzt nicht gerade übel, ich bin gerade wirklich noch voll in so einem Tunnelmodus. Ich bin gerade richtig, du wusst noch an, wo ich noch am Trauern bin. Ich kann noch keine Worte fassen, tatsächlich gerade. Ja, aber erzähl mal. Also nur, dass du Bescheid weißt. Ich bin wirklich richtig, richtig fertig gerade. Du, ich verstehe das. Ich kenne das total. Ich bin ja auch, ich weiß nicht, ob es dir hilft, so, aber meine ersten beiden
DL2-Runs waren ja Vollkatastrophe. Ja. Da, also das Gefühl, so zu sterben und das alles, was man, du hast ja auch trainiert und ich hatte auch trainiert und man ist so aufgeregt und dann stirbt man, obwohl man es eigentlich viel besser kann, an einer völlig unnötigen Stelle. Und das zieht einen so den Boden weg. Ich kenne dieses Gefühl zu 100%. Hey, und es ist mit Training ja noch viel schlimmer. Ich habe ja immer, weißt du, ich habe ja auch, kann man ja auch mal sagen, vielleicht zu Recht hier und da, nicht, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich da mich von aufhalten lasse, aber ich gebe zu, okay, die letzten drei Spieltage war ich dann schon auch, ja, vielleicht ein bisschen große Fresse gehabt. Ne? Ich habe ja nicht trainiert. Und dann kann ich schon ein bisschen verstehen, die Kritik, dass man dann sagt, ja, es ist langsam auch ein bisschen witzlos, ne? Wenn du immer nur 5 Punkte machst und nicht trainierst. Aber es ist jetzt, wie du gerade sagst, ne, wenn man wirklich trainiert, ey, das ist ja so fast, ich habe einen richtig roten Kopf gerade. Ich bin so traurig gerade, weil wirklich, ich habe jetzt echt diesen fucking Run in den letzten 2 Wochen so oft gemacht. Es ist echt, aber vielen Dank, ey, das tut natürlich gut, das zu hören. Ey, das ist echt so krass. Das Training, ne? Ich habe auch natürlich trainiert, weil ich auch keinen Bock hatte, immer so schlecht zu sein. Und teilweise lief es in den Trainingssessions bei mir auch echt richtig gut. Ich hatte einmal sogar vor der letzten Session, als wir aber allerdings natürlich nicht nackt waren, hatte ich irgendwie 87 Punkte gemacht. Und ich kenne dich ja nur nackt, also im echten Leben halt. Das ist ja das Ding noch, kommt noch dazu. Ja, deswegen hast du aufgehört, bei uns zu arbeiten. Ja. Es wurde ein bisschen viel irgendwann. Ja, aber was ich dir eigentlich sagen wollte ist, und auch vielleicht, wenn, ich weiß nicht, du streamst ja noch, ne, an die Leute da draußen, weil das eine ist, wenn man ganz normal spielt, so, und das andere ist diese Challenge, und das ist mittlerweile so ein Druck. Ey, unfassbar. Ich war so scheiße aufgeregt, ich glaube, ich war nicht mal bei Beef so aufgeregt. Ey, ich war so aufgeregt, Mann, ich habe auch noch so ein ganzes Intro gemacht und war so im Tunnel, und aber ausgerechnet diese, weißt du, das Schlimmste ist halt wirklich, das ist ein Tod, den habe ich gestern bei einem Trainingsrun fast genauso gehabt und meinte noch zu mir selber, das musst du morgen aufpassen. Und dann vergisst man es einfach mit der Aufregung, das ist wirklich keine Ausrede. Du bist total voller Adrenalin, wirklich. Ja. Aber vielleicht ist es eine Typ, aber vielleicht ist es, ich weiß nicht, vielleicht muss man da, vielleicht bin ich, ja, mal gucken, ich glaube, ich mache mir auch selber ein bisschen zu viel Druck, aber wirklich super lieb, deine Worte auf jeden Fall. Ich fühle mich jetzt auch schon ein bisschen besser. Wie bist du denn gestorben? Wie viele Punkte hast du gemacht eigentlich? Ich habe 16 Punkte gemacht. Okay. Also jetzt auch nicht so viel besser, aber ich habe mich total gefreut. Das heißt, beim Fangbor bist du gestorben oder wo müsste eigentlich sein? Ne? Nee, den habe ich noch gemacht und dann habe ich auch diesen Riesen noch in der Kathedrale gemacht, wo es zu den Gargoyles da hochgeht. Ja. Und dann, ich bin auch so dumm gestorben, Donny. Ich hatte diesen massivsten Druck. Ich wäre fast schon beim ersten Boss in Bedrängnis geraten. Mhm. Ich war so kacke nervös. Beim ersten Boss, dieser Tutorial-Boss, wo man. Ja, Silent, ich bin auch an dem fast gestorben, weil ich aufgeregt war. Ey, es ist genau das gleiche bei mir. Ja, siehst du, und bei mir war das so, ich stehe da oben und ich wollte den anvisieren und dann runter. Und ich hab diesen Typ bestimmt 20 Mal gemacht. Und dann konnte ich den auf einmal nicht anvisieren. Und in meiner Nervosität hatte ich vergessen, dass man den von da oben offensichtlich gar nicht anvisieren kann. Und ich drücke die ganze Zeit R3 rein und nichts passiert. Und irgendwann springt der Typ hoch zu mir auf den Balkon. Oh, das hatte ich auch schon mal. Das ist ein weirder Bug oder was auch immer. Hatte ich auch schon mal, ja. Alter, da war ich so kacke nervös und dann bin ich runter und mein kompletter Rhythmus war weg und der hat mir dann natürlich auch einen gegeben und ich war so aus dem Tritt gekommen, dass der, wenn er mich noch einmal erwischt hätte, wäre ich tot gewesen und da habe ich so Schiss bekommen und war so kacke nervös und dann habe ich den noch gelegt und danach war ich aber körperlich so, ich fühlte mich wie von einem Schlachtfeld gekommen, so ungefähr. Ja, ja, ja. Ey, und als ich dann aber den Taurus-Demon gelegt hatte, also den zweiten Boss. Ja, dann geht's ja, ne? So, boah, war ich erleichtert. Genau, und das war genau mein Ziel auch. Ich habe mit meiner Community auch in letzter Zeit ja oft trainiert. Und das war immer die Ansage von mir so, ey Leute, die 13 Punkte und ab, dann geht's ab. Aber dann kann ich auch wirklich, glaube ich, tatsächlich, dann kann ich auch liefern und vielleicht sogar weit kommen. Aber ich brauche für meinen Druck, die Art, wie ich mir halt selber Druck mache und für dieses Adrenalin, genau das war auch mal meine Grenze. Taurus Demon schaffen und dann ist wirklich erstmal chillig so. Weißt du, dann bin ich irgendwie, kann man auch ein bisschen mehr witleveln und man hat ein bisschen mehr, aber ja, genauso ging es mir auch, aber ach, echt. Ja, und dann, pass auf, und dann war ich eigentlich richtig gut gelaunt. Ich habe mich gefreut, geil, ich bin nicht Letzter. Dann habe ich diesen Ritter noch gemacht, dann hatte ich sogar mehr Punkte als Simon. So, und dann dachte ich, geil, jetzt bin ich richtig beschwingt. Und dann wurde ich von super vorsichtig, das ist ja auch so ein Ding. Bei mir ist es so, wenn ich trainiere, bin ich total entspannt, mache die Dinger weg. Und wenn ich heiß spiele, bin ich so aufgeregt und so nervös, dass ich übervorsichtig spiele. Ja, ist auch nicht gut. Und dann habe ich erst recht verliere, weil ich gar nicht mehr meinen Automatismus abrufe. Genau, du spielst dann nicht mehr deinen Spielstil, genau. Genau. Ja, ja. Und dann war das die Szene, ich bin gestorben. Wenn du in dieser Kathedrale bist, wo rechts dieser Riesenritter ist und dann geht's der diese Treppe hoch. Bei dem Channeler, ja. Genau.
So, und dann gehe ich diese Treppe hoch, da kommt ja diese andere kleinere Ritter, den mache ich platt, dann gehe ich hoch und dann kommen ja diese 10. Ja, erst kommt der Boulder Knight und dann kommen die ganzen Arschlöcher. Mit denen da hole ich immer Brandbomben für, also normalerweise. Ah, oh, das hätte ich machen sollen. Ja. Aber ich habe die im Trainingsrand, pflücke ich die so easy weg. Ja? Ja. Und dann, kommen die Typen und ich merke, und der eine hat mir eine gegeben und dann habe ich gedacht, okay, scheiße, jetzt muss ich mal schnell runterlaufen, lauf die Treppe runter, heil mich. Und stehe unten an der Treppe und von oben kommen die Typen. Und ich denke, so, kein Problem, das ist so eng. Ich flipp die hier mit einem Sprungschlag alle weg. Genau, das kenne ich. Ja. Und dann ist in der Animation, wo ich hochspringe mit der Keule, um den einen zu geben, weil du triffst ja teilweise 2-3 Leute auf einmal. Ja, wirst du getroffen, dann wird die Animation abgebrochen und dann könnte dich bumsen. Auf jeden Fall. Nee, schlimmer. Ja. Der eine Typ ist in dieser Animation hinter mich gerutscht und stand dann in der engen Treppe hinter mir. Und vor mir waren halt noch welche am Leben. Und ich wusste in dem Moment, wo ich gesehen habe, der glitscht gerade links an mir nach hinten, hinter mich, wusste ich bin tot. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Subway, sagt man dann, glaube ich. Ja. Ja, okay, wow. Mega dumm. Der Gag auch. Aber ja, naja, also Simon ist ja gerade auch im Chat. Liebe Grüße übrigens. Hallo Simon, ich habe gerade am Handy gesehen, da kam noch was rein. Ich gucke gleich mal nach. Wie viel hat denn Simon, bevor ich mit Simon selber mir das angucke, aus deiner Sicht, wie hat denn Simon abgeliefert? Also jetzt wird sie richtige Arabella live am Mittag hier. Ja, pass auf, ich habe bei Simon schon eingeschaltet. Der hat ja um 15 Uhr seinen Run gestartet und ich hatte irgendwann dann auf die Uhr geguckt und gemerkt, Simon streamt ja gerade. Ja. Und dann mache ich auf dem Handy die Twitch-App auf und schalte Simon ein und ich schwöre dir, 15 Sekunden nachdem ich eingeschaltet hatte, ist er gestorben. Also ich gucke mir gleich auf jeden Fall bei mir auch alle, also auch für den Chat gerade, weil da viel nach gefordert wird, gefragt wird. Ich gucke mir auf jeden Fall gleich mal eure und meinen Tod auch nochmal an hier beim Stream. Aber okay, aber dann, vielleicht sag mal nicht zu viel, dann lass mich gleich selber überraschen. Das wird ja immer abgedatet da von den Bonjour-Leuten. Übrigens an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle bei Bonjour, die das irgendwie organisieren und diese geile Tabelle machen und das immer sofort eintragen und dieses Overlay auch gemacht haben, was ich jetzt gar nicht zeigen konnte groß, weil ich nur 5 Punkte gemacht habe. Und ey, Nils, ich werde mir jetzt wochenlang wieder anhören müssen von jedem Typen und jeder Frau auf Twitter. 5 Punkte, Donny. Es ist aber, naja. Du, aber nochmal, ne? Ich weiß, dass du besser bist als das. Alle, die dich kennen, wissen, dass du besser bist als das. Und alle Leute, die dich haten und dir Sprüche drücken, die haben in ihrem Leben noch nie in so einer Drucksituation gestanden und dieses Spiel auf so eine Art und Weise spielen müssen wie du. So, und deswegen ist dieser Vergleich auch, ich bin besser als du und du hast verkackt, das ist auch einfach lame. Aber wie lustig das wäre, wenn sich dann rausstellt, dann guckt man auf einmal auf einen von diesen Kommentaren und guckt so nach und da stellt sich raus, es ist einfach Lewis Hamilton oder sowas. Ja, natürlich. Naja, okay, von ihm, der weiß, ein bisschen Druck kennt er, also, ja. Mal gucken. Ja. Ja. Aber der hat es auch schon verkackt unter Druck, ne? Auch selbst Lewis Hamilton hat es schon verkackt. Ich kenne das nur vom Bumsen eigentlich, aber gut, jetzt mittlerweile auch von Dark Souls, naja. Ja, aber das eine übst du mehr als das andere, oder? Ja, ich spiele deutlich öfter Dark Souls, ja, das stimmt. Ja. Ey, yo. So, okay. Auf jeden Fall, Kopf hoch. Ich hoffe, ich wollte dir nur sagen, ich kenne dieses Gefühl zu 100%, was du gerade hast. Ja. Und du bist nicht alleine mit diesem Gefühl und ich weiß mit Sicherheit, ob das Simon dieses Gefühl auch schon kennt. Vor allem, was macht man jetzt im Stream? Ich habe mich halt wirklich, ich bin ja nicht größenwahnsinnig oder so, aber ich habe mir wirklich, also quasi hofft, ich bin ja jemand, ein hoffnungsvoller Mensch. Ich habe mir wirklich gedacht, hey, ist ja auch ein größerer Stream und so. Ich habe heute richtig viel, ich habe mich eingedeckt, ich habe Clubmate gekauft, ich habe Tee gemacht. Ich bin so ready vor 4 Stunden, weißt du? Und jetzt sitze ich hier und dann ist so, ja, wir spielen eine Runde Metal Gear Solid, Leute, habt ihr Bock? Ja, ey, das hatte ich das letzte Mal, ne? Ja. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da gab es auch kein Horizon Zero Dawn und kein Elden Ring im Umfeld dieses Turniers. Übrigens auch von meiner Seite lieben Dank an Bond, weil ich finde es auch super, dass die das machen und vor allem, dass ich dabei sein darf. Genau, bevor ich die eine Sache zu Ende bringe, lass mich diesen kurzen Seitenpfad noch nehmen, weshalb der Druck so groß ist. Für mich ist es so, ich weiß genau, dass total viele Streamer natürlich dieses Event mitbekommen und natürlich auch sehr gern dabei wären. Und wenn ich jetzt einen von diesen 10 Plätzen für mich beanspruche, ist natürlich so auch mein Verpflichtungsgefühl so groß zu sagen, okay, ich will natürlich jetzt auch was abliefern. Ich habe keinen Bock, jetzt nach 5 Minuten tot zu sein. Ja. Während da draußen ganz viele andere eigentlich auch gerne einen Platz hätten. So. Und das ist das, was mich so auch unter Druck setzt, dass ich da ein bisschen abliefern möchte. Und wenn es dann nicht klappt, dann fühlt man sich einfach auch den anderen Leuten gegenüber richtig schäbig. Ja. Weil das letzte Mal, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich gerade sagen wollte, das letzte Mal, als ich dann meinen Run hatte, da hatte ich auch richtig viele Zuschauer im Stream. Sicherlich auch Leute, die eigentlich nicht bei mir abhängen, sondern vielleicht nur dieses Turnier gucken wollen. Ja.
So, und dann gucken die, dann kommen die dann alle und gucken und nach 10 Minuten, oder naja, es waren ein bisschen mehr, aber ich hatte ja auch nur, was, wie viele Punkte hatte ich das letzte Mal? 5, glaube ich sogar nur. Ich bin am ja, Tag du, bin der, done that, sag ich mal so, ja. So, und dann siehst du halt so, wie enttäuscht die Leute sind und wie sie alle sofort gehen. Also, du hast, die hauen einfach alle sofort ab. Ja. Und du stehst zurück und fühlst dich wie so ein Versager und das ist echt nicht schön. Ja, nein, alles gut. Ich meine, das Ding ist ja auch irgendwie ein lustiges Event und das sind ja, passt schon. Also ich danke dir für deinen Anruf, wirklich. Ja. Ich glaube, hat auf jeden Fall meine Laune jetzt wirklich gebessert. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch ein bisschen zu knabbern dran haben, auf jeden Fall. Aber ja, auch im Endeffekt Selbstschutz, Selbstschuld. Ich habe auch einfach einen Fehler gemacht. Aber das ist dann einfach mein Problem. Also ich weiß ja einfach wirklich, da gibt es keine Ausreden oder so, da habe ich einfach verbockt. Und umso mehr ärgert es einen halt, ne? Weil da waren jetzt keine äußeren Umstände oder so schuld, irgendwas. Ich habe es halt verkackt so. Und das ist das schlimmste Feeling so. Ich habe es ja immer wirklich noch ganz kurz, du bist ja auch Fußballfan so. Ich habe das, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Spieltag, sage ich jetzt schon, bei DLDU, also ja, ist ja auch ein Spieltag immer, ne? Habe ich gesagt, ey, und jetzt stell dir mal vor, du musst wirklich WM-Finale in den entscheidenden Elfmeter reinmachen. Weißt du, was ich meine? Also, es ist so ein krasser Vergleich. Natürlich hinkt der extrem. Ja. Aber es war für mich bei DLDU, wie aufgeregt man ist beim ersten Boss. Und jetzt multipliziere das mal, weiß ich nicht wie viel. Wenn du, weißt du, wirklich vor weiß ich nicht wie viel Millionen Leuten international ein Tor machen musst. Weißt du? Ja. Also, es ist nicht zu unterschätzen, was Adrenalin und Aufgeregtheit wirklich mit einem macht, auch so mit der Konzentriertheit und mit dem Tunnel. Ich krieg da so Tunnelblick und so, ist echt weird, aber naja. Ja. Kann man nicht trainieren. Ach, Donny, es war schön, mit dir zu sprechen. Ja, hoffe, Tito, danke. Dass es dir ein bisschen auch geholfen hat. Ja, voll. Du gesagt, du bist überhaupt nicht allein und lass dich nicht von Hatern oder so jetzt niedermachen. Nächstes Mal machst du es wieder besser. Und weißt du was auch, was ich auch bei dir so toll finde, ist dein Commitment, so dass du halt wirklich, du trainierst, du willst besser werden. Und es hapert nicht an deinem Commitment und es hapert nicht an der Vorbereitung, es hapert eigentlich nicht auch am Skill, sondern es sind einfach so wirklich so unglückliche Momente. Aber am Ende des Tages, so schlecht wie du dich jetzt fühlst, ne, ich glaube, wenn man in 100 Jahren, und natürlich werden die Leute das machen, auf dieses Event zurückblickt. Ja, das werden die ausgraben, alte Tapes, genau. Es sind solche Sachen auch, weißt du, die Leute dann gucken und denken, ey, weil diese Emotion, die in dem Moment so explodiert, die ist doch viel krasser, als wenn du jetzt 22 Punkte machst und sagst so, ja, okay, das kann ich mitleben. Ich bin gleich mal gespannt, ich guck's mir gleich mal an. Ja, Nils, komm, ey, vielen, vielen Dank für deinen Anruf, sehr, sehr cool von dir. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Lockert ja alles, hoffentlich, also wenn jetzt nicht irgendwie bald Krieg ist, dann kann ich ja vielleicht mal nach Hamburg fahren oder so demnächst, man weiß ja nicht. Ja. Solange du noch kannst, machen wir so. Genau. Ich freue mich, mal wieder zu sehen. Donny, Kopf hoch, ne? Ja, danke dir, hau rein. Ciao. Ciao, ciao. Ach, das war ja lieb. So, Simon hat noch geschrieben, liebe Grüße auf jeden Fall. Das kann passieren, nicht traurig sein, nächstes Mal wird besser. Ich hatte letztes Mal auch 5. Ja, gute Leute, danke, danke, danke. Ey, also tatsächlich hebt das meine Laune etwas gerade oder vielleicht sogar mehr als etwas. Aber ey, wir müssen es kurz durchgucken, Leute. Wir müssen es kurz durchgucken. Da müssen wir jetzt durch. Ich muss es mir angucken. Ja, nee, pass auf. Also ab jetzt gilt für diesen Stream. Ich glaube, es ist alles gesagt tatsächlich. Es ist alles gesagt. Ich gucke mir das aber gleich nochmal an, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich, glaube ich, analytisch und so. Also ich werde natürlich jetzt ein bisschen Analyse betreiben, was passiert, was bei dem Tod passiert ist. Aber ich glaube, DLDU hake ich jetzt ab für dieses Mal. Also es bringt ja nichts, weil wenn ich jetzt weiter immer drüber nachdenke, wie scheiße das war und so, dann ist ja auch kacke, bringt mich ja nicht weiter. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen streamen, ein bisschen Spaß haben hier heute. Und wir werden auf jeden Fall noch was finden. Und wenn es nur labern ist oder so ein bisschen irgendwas zocken, freue ich mich, wenn er dran bleibt. Ansonsten war es das jetzt dann erstmal mit dem Thema DLDU. Wenn wir denn durch sind, gleich mit den anderen Toten. Die gucken wir uns jetzt mal an. Und ihr seid mal ganz lieb, bleibt kurz da, denn ich gehe davor ganz kurz Pipi machen und rufe das für euch schon mal auf hier ganz kurz, dann könnt ihr die Tabelle schon mal sehen. Genau. Und ja, aber ich muss sagen, es hat mich echt ein bisschen besser drauf gemacht, der Anruf von Nils gerade. Da sind wir schon drin mit unseren, nee, noch steht, unser Tod ist noch nicht eingetragen. So, ich bin gleich wieder da, Freunde, ich bin gleich wieder da.
Mann, ey. Also ganz abhaken ist schwierig. Guck mal, was ich alles noch vorbereitet hatte hier zum Beispiel. Ich hatte das hier noch so zum Einblenden. Weißt du, dann habe ich mir gedacht, ja, da können wir hier mal gucken, was ich so schon erreicht habe und so. Das ist einfach. Ja, und da sind andere Zahlen 5 Punkte. 5 von 301, alles andere ist 0. Ey, aber wirklich nochmal Props. Ich sehe den Namen gerade nicht mehr. Asche auf mein Haupt. Du weißt, wer du bist. Vielen Dank für dieses Overlay machen für OBS. Das ist echt cool. Das ist nämlich für die Mods. Dann kann man den Mods oder ist einfach, hat man so einen Link, da kann man halt, ist so ein Spreadsheet und da kann man das wirklich richtig geil eintragen, aber mit Häkchen machen. Ich kann es euch mal zeigen, was theoretisch passiert wäre. Ich mache jetzt mal ein Häkchen bei Stray Demon. Können wir mal gucken. Jetzt müsste gleich so eine Animation kommen. Warte mal. Oder haben die schon offline genommen, weil ich schon tot bin? Heißt der, wie heißt er? Ja, guck mal, jetzt kam es gerade. Guck mal, 10 Punkte. Und ja, ist irgendwie cool gemacht. Also schade, dass wir das nicht nutzen konnten. Aber es ist richtig nice. Und hoffentlich nächstes Mal. Ja, einfach ärgerlich. So, jetzt hat irgendjemand für mich den Clip irgendwo. Der ist hier noch nicht eingetragen auf der Dings-Seite. Deswegen müsste ich jetzt mal kurz bei mir auf Discord schauen oder so. Wahrscheinlich gibt es den da. Oder weil für mich ist es nicht so einfach, den jetzt rauszufinden. Phil, hast du den vielleicht? Stream Highlights oder so, warte mal. Ah, ich habe ihn gefunden, ja, okay. Ozzy hat ihn gepostet. Ach, ja, gut. Ach, schwierig. So, warte mal, ich muss ihn im Firefox öffnen. So. Ups. Austaben nochmal. Oh, ich bin tatsächlich ziemlich gespannt, wie das aussah. Ich glaube, ich habe mich ganz gut aufgeregt, oder? Wo ist mein Kopfhörer? Da. Ach so! Der ist immer noch, warte, nein, nee, der ist immer noch, der Kopfhörer ist immer noch auf dem Boden, weil ich den auf den Boden geschmissen habe. Ah, Mann, ey, ist das scheiße gewesen, ey. So, kann ich das irgendwie größer machen? Das ist jedes Mal hier das Problem. Ich mache mal einfach so. So. Und dann hier so ein bisschen schieben für euch. Moment. Hallo, da. So, dann gucken wir uns das jetzt mal an hier. Okay, Ton an, alles eins nach dem anderen. Und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt muss ich das nochmal nachfühlen hier, was da passiert ist. Hey. Yep. Hä, wieso kommt da kein Ton? Ach so, mein Kopfhörer ist kaputt. Ich glaube, mein Kopfhörer ist kaputt. Ich habe meinen Kopfhörer kaputt gemacht. Hä? Warte mal, habe ich keinen Ton mehr? LOL! Ich habe den Kopfhörer geschrottet! Wow! Ich habe den Kopfhörer wirklich geschrottet beim Rage Quit. Oder beim. Wow! Okay. Nee, Stecker ist drin. Alles. Nee, der ist drin. Ich guck's mir nachher nochmal genauer an, aber ich habe. Nee, ich habe jetzt wieder Sound. Nee, ich habe den, glaube ich, irgendwie. Gucken wir nachher nochmal genauer. Ich glaube, irgendwas ist hier kaputt. Ich höre jetzt auch schon wieder Sound. So, nochmal raustaben. Wow, okay. Kopfhörer einfach mal geschrottet. Nice. RIP. Brauchen wir bald einen Command-Kopfhörer. Ich mache mal hier kurz Dark Souls zu. So, jetzt aber hier mal gucken. Jetzt muss ich meinen eigenen Schmerz nochmal nachfühlen. Okay. Dann jetzt wieder erst nochmal tricky Situation hier. Concentration across the nation, please. Hallo. Und ich sag auch noch genau das, kurz da vorne. Ich sag auch noch Concentration across the nation und ich glaube, ich sag jetzt auch noch ganz nonchalant und cool, du folgst mir, alles cool. Und dann kommt dieser Wichser mir entgegen, ey. Dieser Wichser, ey, nochmal von vorne. Ich sag's euch, dieser Wichser kommt mir entgegen, den ich so oft vergesse. Okay. Der kommt die Treppen hoch, der ist ja unten, da wo die Pfeile hinkommen. Der kommt ja hoch. Dann jetzt wieder erst nochmal tricky Situation hier. Da hört man ihn sogar schon. Nation, please. Hallo, ich bin dein Gegner. Komm und. Oh, den vergesse ich jedes Mal! Bitte, schnell, schnell, schnell! Nein! Nein! Weg! Und da dachte ich noch kurz. Nein! Fuck! Fuck! Fuck!
Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Ich will nochmal genau den Moment sehen, wo es überspringt. Ich meine, guck mal, ich habe hier noch gedacht, oh, wow, das könnte ein neues Emote sein eigentlich bei mir. Das könnte ein neuer Emote werden. Weg, 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 nein! Fuck! Ey, ganz ehrlich, kein Wunder, dass das Mikrofon kaputt ist, ey. Kopfhörer. Ich weiß gerade nicht, ich guck mal nochmal hier, guck mal nur meine Reaktion an, bis ich jetzt... Vielleicht finden wir den Moment, wo mir klar wird, jetzt Sackgasse. Ich glaube, das muss jetzt gleich sein. Man sieht es mir vielleicht im Gesicht an, wo ich mich jetzt gleich drehe. Es hätte jetzt nicht alles, ich weiß, aber wo ich dann merke, der Typ kommt mir entgegen. Warte. Hallo, ich bin dein Gegner. Und jetzt. Komm und... Oh, den vergesse ich jedes Mal. Bitte, schnell, schnell, schnell. Nein. Nein. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Nein. Fuck. Oh Mann, ey, es ist echt so ärgerlich irgendwie. Es ist so ärgerlich. Und ich weiß genau, meine Community, die so supportive war in den letzten Wochen, also sowieso immer, Schleim, I know, sorry, aber ist so. Aber gerade jetzt die letzten Male Trainingsruns halt so krass mitgefiebert haben und so geholfen haben und so. Und die wissen jetzt alle genau, weil das hatten wir genau, wann war es? Gestern, vorgestern beim Trainingsrun. Nee, ich glaube, es war gestern, wo ich noch so einen Casual-Trainingsrun gemacht habe. Einfach nur im Sinne von, ich habe ja gerade so aktuell so einen Run, da habe ich schon so 40 Punkte oder so und wollte gestern einfach nur nochmal die Undead-Burg machen und nochmal den Tower-Steam und einfach so ein bisschen so, und habe da währenddessen die ganze Zeit so gelabert und alles war cool und so und habe auch echt einen Parry nach dem anderen gemacht, Bosse weggeklatscht, alles easy, also Skill war on point. Und ich meinte genau auf dieser Brücke noch, wirklich, genau auf dieser Brücke ist genau das Gleiche passiert und ich meinte halt noch, deswegen meine ich, alle die Leute, die mir sonst zuschauen, die wussten das in dem Moment genau. Fuck, der Typ. Aber ich frage mich jetzt halt gerade, wie krass ein Fehler das war. Wahrscheinlich schon einfach, das muss man wissen. Es ist einfach egal. Nee, ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr drauf ein. Aber es ist wirklich... So, ich sage jetzt mal so, das war es auf jeden Fall für YouTube, weil ich packe das bei mir auf dem Kanal jetzt alles mit Reaktionen und sowas, also bis jetzt. Seid lieb, Leute. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist einfach blöd gelaufen und ich hoffe, wir sehen uns nächste DLDU-Season. In dem Sinne, lasst ein Abo da, ihr Schweine. Tschüss.